Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum elektrischen Simulator. Zum elektrischen Simulator. Der ist voller Elektrik, dieser Simulator. So, eine Reparatur haben wir noch. Aurelia Zientek, mein Only-Fan. Ich brauche Hilfe. Mein ausländischer Freund schrieb mir, er wolle Bilder von meinem einzigen Ventilator sehen. Ich frage mich, woher er wusste, dass ich tatsächlich nur ein solches Gerät besitze. OnlyFans. Oh. Andererseits kann ich ihm keine Bilder schicken, weil mein einziger Ventilator nicht funktioniert. Bitte helfen Sie mir. Ich möchte mich vor ihn nicht vor ihm lächerlich machen. Der einzige Ventilator. Schätzelein, ich glaube, der will andere Bilder von dir sehen. Ja, glaub's mir. Der will andere Bilder von dir sehen. Aber ich repariere deinen Ventilator trotzdem. Schick ihn vorbei. Ist okay. Dann. Pink mit Herzchen. Ja, gut. Ja, ja, der Only-Fan. Der macht keinen Mucks, der Only-Fan. Gut. Und. Voll verrostet. Zu viel Feuchtigkeit, zu viele Flüssigkeiten überall. Ja, ja. So. Raus mit die Schräubchens. Bestimmt der Motor kaputt, ne? Auch hier sehr viel Flüssigkeiten eingelaufen. Oh je, oh je. Sehr viele Flüssigkeiten eingedrungen. So. Wie geht das Scheißding auf? Da sind die Klemmen. Die habe ich gesucht. So, die Mutter auf. Das Ding da auch weg. Ach so, hier. Da ist ja wohl alles okay, oder? Ja. Lüfterkappe ist kaputt. Naja, dann. Einmal neu. Gut. Das funktioniert alles. So, machen wir auf das Ding. Motor. Der Motor. Ja, die Schrauben sehen zumindest mal noch nicht vergammelt aus. Ich krieg sie aber nicht weg. Ich brauche einen Tipp. Hä? Ah, da war noch eine Schraube. Jetzt. Ach, die muss man da auch noch rausziehen. Okay. Masterkontakt. Vergammelt. Ah, hier auch alles komplett verrostet. Gasabdeckung ist in Ordnung. Gehäuse ist in Ordnung. So. Da war noch was Rostiges. Da. Kondensator kaputt.
Ja. Das ist auch verrostet. Kriegt man nicht auf, da drin. Lüfterkupplung. Kaputt. Ersetzen. Jawohl. Sockel ist okay. Motorstift ist okay. Motor ist kaputt. Wer hätte es gedacht? So. Eieiei. Aha, habe ich schon. So. Die Schrauben wieder rein. Kabel ist wieder rein. Die darf ich nicht festschrauben, nein. Achso, weil die Schalter noch fehlen. So, Kappe drauf. Achso. Erstmal festtackern. Die hintere Abdeckung würde ich gerne wieder drauf machen. Wo ist das Problem? Die Klammern wieder. Die Abdeckung. Ach, der Massestecker. Jetzt. Gut. OnlyFans fanned wieder. So, ja, dann schick ihm mal. Dann schick ihm mal ein Bild von deinem Ventilator. Bin ja mal gespannt, wie er darauf antwortet. So. So, was ist denn das Älteste? Beleuchtungswettbewerb. Gewinne den Weihnachtsinhalt, finde die Weihnachtslichter und bringe sie an den Bäumen an, finde den Weihnachtsschmuck und bringe ihn an den Bäumen an, verbinde alle Lichter auf dem Dach richtig. Elektriker auf der Baustelle, installiere die fehlenden Verteilerkästen, Steckdosen und Schalter. Elektrische Elemente anschließen. Ach, das war dieses Spukhaus da, ne? Dieses saumäßig gruselige. Das ging schnell. Wir haben es geschafft, das alte Haus ein bisschen aufzufrischen. Wir hoffen, du kannst den Unterschied sehen. Das Problem ist, dass wir jetzt ohne Strom dastehen. Wir haben mehrere Lampen und andere Geräte ausgesucht. Wir müssen sie nur mit Strom versorgen. Wir haben nicht mehr die Energie, um herauszufinden, wo wir Schalter und Steckdosen anbringen sollen. Du hast die Wahl. Schließe unser Haus einfach an. Und den Keller auch. Leider. 9 Glühbirnen. 4 FI. Oder normale Sicherung. 18 Verteilerkästen. Hä? Verteilerkästen, aber keine Lichtschalter. Oh doch, die sind hier unten. Doppelschalter, Doppelsteckdose. Zwölf Verteilerkästen. 12 Steckdosen. Ist das von diesen Paneelen hier? Glühbirnen. Oh Mann, oh Mann. Elektriker auf der Baustelle.
Boah. Na. Das hatten wir schon. Oh ja, das ist gut. Das ist okay. In den Warenkorb legen. Ach so. Hä, warum? Weil ich die alle schon hab im Besitz. Ja, ja, habe ich schon alles. Okay, gut. Ich habe es geschafft auszupacken. Viele Shen habe ich noch nicht. Shen? Aber das ist nichts, was ein kurzer Ausflug in den Supermarkt nicht beheben könnte. Apropos einkaufen. Ich habe einen Fernseher und ein paar Lampen gekauft, die ich noch installieren muss. Kann ich auf deine fachkundige Hilfe zählen? Ich war beim letzten Mal sehr zufrieden und wie versprochen komme ich mit einem neuen Auftrag wieder. Lampen im Wohnzimmer, Lampen im Badezimmer und den Fernseher. Nu, ich bin unterwegs. Ich komme. Bin gleich da. Hallo? Elektriker ist hier. Hallo? Guten Tag. Ach, hier liegen die Sachen. Oje. Deswegen muss ich nichts kaufen, weil hier alles rumfährt. Gut. Also, zuerst mal machen wir hier mal aus die Maus. Machen wir die mal dahin. Und die schrauben wir erstmal dahin. Ah, Nase juckt. Bart kitzelt. So, Bilder, dafür bin ich nicht zuständig. Fernseher, der soll dann wohl hier hin. So. Hier ist zu. Oh, schön. Schickes Häuschen. So, Schubladen. Wir müssen natürlich wieder erstmal die Kontrolle machen, dass hier auch alles sauber verstaut ist, ne? Ist das der Stecker von der Stehlampe? Okay. Ja. So, haben wir hier noch? Ja, hier haben wir auch noch. Schubladen. Gut, die sind sauber. Sehr schön. Ja, hier haben wir auch noch ein paar Schubladen. Warum? Wieso wird das hier so hell? Okay, gut. Schließe die Lampen an. Machen wir mal ein Verlegesystem und gucken wir mal, wo überhaupt was läuft. So. Wo will sie die denn haben? An welchem Schalter? An dem hier? Wahrscheinlich schon, oder? Schätze ich mal. So. Wahrscheinlich schon.
die sind angeschlossen. Lampen im Badezimmer. Oh. Okay. Wohin? Ah, hier. So. Kabel. Licht. So. Okay. Dann, ja. Machen wir mal Strom an. So. Die hier funktionieren. Die leuchten aber nicht. Ach so. Weil keine Birnen drin sind. Deswegen. Das ist natürlich so eine Sache. So. Ach so. Muss keine Glühbirne drin sein, oder wie? Hä? Da, 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 da. So, einmal. Hab die nicht richtig getroffen, deswegen ging die nicht zweimal. Prüfe, ob die Steckdose funktioniert. Welche Steckdose? Die hier? Oder welche? Fernseher läuft. Fußball kommt auch. Ja, gut. Dann tschüss. Huch. Ich mach mal da meine Vision aus. So. Tut alles. Tschüss. Ab ins Büro. Erledigt. Ja, ist schon ganz schön viel, ne? In 6 Minuten. $220. So. Inventar aufgeräumt. Neue Nachricht. Schon spät. Oh ja. Pflanzenliebhaber. Installiere die Lampen, installiere die Heizlampen. Ja. Ja. Machen wir. Huch. Nein. Das da. Jer Santan, ich brauche deine Hilfe bei etwas.
Weißt du, ich bin ein riesiger Fan von den Pflanzen. Ich meine, ich liebe diese kleinen grünen Kreaturen, aber ich muss das geheim halten. Ich tue mein Bestes, um mich um sie zu kümmern. Aber meine Wachstumslampen funktionieren nicht mehr. Ich glaube, jemand hat an den Kabeln herumgepfuscht. Das muss so schnell wie möglich repariert werden. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Denk daran, die Pflanzen sind unser kleines Geheimnis, klar? Moment, was sind das für Pflanzen? Das sind ganz normale Pflanzen. Das sind auch Diefenbachien. Das sind alles Diefenbachien. Der züchtet Diefenbachien. So, so. No smoking. Ah ja, okay. Ja, angenommen. Ich komm. Huch. Ist aber dunkel hier. Hallo? Was war Flashlight? Hier gibt's kein Flashlight. Oder doch? Da. Hallo? Hier ist aber sehr dunkel. Kollege? Ja, ja. Sehr dunkel. Huch. Geheimgang? Fragezeichen? So, so. Naja. Schrauben wir mal ran. Die Dinger. So. Pflanze? Fragezeichen? Okay, da sind Glühbirnen. Naja, gut. Warum die da in so einer Fake-Pflanze drin waren, das verstehe ich allerdings nicht. Aber coole Musik. Ich hoffe nur, das gibt keinen Strike. So, eine noch. Gut. Ja, so. Sicherungskasten? Fragezeichen? Gibt's hier sowas? Oh, oh. Ah, hier. Gut, schauen wir uns mal den Schalter an. Warum kann ich nicht? Kann ich nicht, darf ich nicht, soll ich nicht? Ich glaube, ich muss hier erstmal Kabel legen, was? Ja. Hä? Strom kommt doch rein. Ist doch angeschlossen. Ich kann keine erweiterte Ansicht machen. Warum nicht? Das ist seltsam. Naja. Schließen wir es mal an. Wenn ich reinkomme. Das waren alle, oder?
Okay. Naja. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht machen konnte, aber naja, gut. Ja, passt alles. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Komisch. Warum wird das hier noch angezeigt? Naja, egal. Tüdelü. So. Und das war's auch schon für heute. Elektrischer Strom kann tödlich sein. Das ist wohl wahr. So, $300 haben wir wieder verdient. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Time to Play Electrician Simulator. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.